Guter Start von Kehr. Schlechter Start von Gunvolt, aber der kann es einigermaßen noch kompensieren. Auf Platz 5. Kehr fällt auch zurück. Das ist das typische, wie sie zurückfallen. Das machen wir immer. Ist so Standard bei uns. Und beide Team Kirov vorne. Wo kommen die denn wieder her? Aber okay. Strecke ist kurz. Das heißt, es ist das gleiche wie letztes Mal. Oh, jetzt kriegen die alle schon ihre Kehrs ein. Nee, da. Jetzt bleibt Gunvolt schon auf 9 zurückgefallen. Jetzt mal 10. Okay, jetzt hat Gunvolt ein schlechtes Rennen wahrscheinlich. Ach, wo kommt Azeroth her? Oh. Nö, wir fahren weiter. Reifen schon, Sprit schon, ne? Und gleichzeitig Dings aufbauen. Aber jetzt reinkommen, das ist. Nee, das ist in Portman nicht unbedingt. Okay, am Ende könnte es nochmal ein trockenes Rennen werden. Und 2-Stunden-Strategie auf jeden Fall. Aber Regenreifen brauchen wir auf jeden Fall. Oder Intermediates brauchen wir auf jeden Fall. Regenreifen nicht. So, Motor und Reifen werden ein bisschen hochgestellt. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht allzu sehr zurückfallen. Ah, ich bin, glaube ich, der, der die falsche Batterie gewählt hat, eigentlich, aber dafür mal ein gutes. Gunvolt fällt weiter zurück, Kehr fällt zurück. Dafür nehmen wir jetzt Schwung auf. Gunvolt macht es jetzt. Dann können sie wieder 2 Plätze holen. Wir sollten nicht zu viel Zeit verlieren auf die anderen beiden. Wow, die Batterie war super. Haben wir vielleicht auf Platz 10 jetzt. Okay, wir sparen mal ein bisschen ERS. Hatte ich zumindest. Oh, knallhart hier. Außenrum ist man normalerweise langsamer in der Kurve. Das Spiel ist manchmal unlogisch, aber. Was soll das hier? Ja, wir haben echt Probleme in der ersten Runde. Da haben wir immer Probleme eigentlich. Da haben wir wieder Platz 11 zurück. Ja, moin. Oh, da kommt ein richtiger Regenschauer. Die ersten 3, aber die müssen die so alle einmal früher in die Box, ne? Wenn er keinen Dings angibt, kann ich so weiterfahren. Die Reifen sehen eigentlich so gut aus, dass wir die ein bisschen mal mehr beanspruchen könnten. Warte, den Motor erstmal drunter stellen. Das wäre eigentlich jetzt die Gelegenheit gewesen, da ein bisschen vorbeizukommen an die ganzen Leuten. Aber die fangen jetzt an, die Reifen zu schonen und wir geben Gas. Weil wir haben ein bisschen zu viel. Und tschüss. Gunvolt hängt im Feld fest. Kam er auch ein bisschen nach vorne. Also 8 Runden sollten die Reifen eigentlich halten. Danach ist die Frage, ob die Intermediate zu lang halten. So, wir sind wieder auf dem Vormarsch. Die kurze Schwächephase mal überstanden. Ein bisschen angasen hier. Einfach vorbei an den Teamkollegen. Stell ich dich mal runter, weil wir brauchen so ein bisschen halt verschiedene Strategien, ne? Also beide in der gleichen Runde reinzuholen ist jetzt nicht so gut, wenn beide so nah beieinander sind. So, der Reifen sollte eigentlich halten. Chlorio fällt sehr weit weg. Aber okay, der muss sehr wahrscheinlich einmal mehr in die Box als wir. So, die Frage, wie lange der Boxjob hier genau da. Wo kommst du denn her, bitte? Immer unglaublich, wo die manchmal herkommen. Okay, für Gloriot wird es bald mal Zeit. Bei Savic bin ich mir also nicht mal sicher. Der könnte sogar es schaffen. Das ist der Wahnsinn, ey. Und dann ist die Frage, die geben natürlich meistens immer Dampf ohne Ende. Es fängt zu regnen an. Dann können wir ja die Reifen eigentlich komplett verbrauchen jetzt. Oh, was ist denn da los? Einer ist sehr langsam.
Ichihara mit Reparaturstopp. Dann Volt und zack. Ah, es geht noch eine Runde. Da geht noch. Beide schaffen es genau bis zum Regen. Das ist unglaublich. Du willst jetzt reinkommen? Okay, Gumball kommt Ende der Runde rein. 17 Runden. Wir müssen kurz einen Splash und Dashboard-Job danach mal machen. Ja, du musst eine Runde später kommen, Kea. Tut mir leid. Das geht nicht anders. Oh, merke ich gerade, dass unsere Reifen einen Tick besser sind. Du kommst auch in die Box. Okay. Mal schauen, wo wir rauskommen. Der Stopp sollte nicht ganz so lang werden. Name auf die Intermediate. Sie ist perfekt. Wir kommen vor Glorio raus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Stopp. Umso länger die fahren, umso besser für uns. Obwohl, eigentlich nicht, ne? Da können die durchfahren. Aber wir holen halt auch auf die. Ein bisschen aggressiver können wir fahren. Wir müssen sowieso noch einmal in die Box. Zack. Leichte Überholmanöver. Okay, die geben meistens immer Volldampf, ne? Und jetzt sind wir uns der zweite, eigentlich erster bereinigt. Der Regen hat uns nach vorn getrieben. Savage nur auf 10. Wir machen außerdem nur einen Splash- und Dashbocken-Stopp, also so ein Mini. Stopp und Gunbolt geht in Führung. Na warte, Glorio, dich kriegen wir wieder. Der Geraden. Die jetzt wechseln, ist zu spät. Und vorbei. Das habe ich gesagt. Wir kriegen wieder. Naja, also die Trockenphase und dann ja, Regenreifen. Das ist für drei, vier Runden Regenreifen. Das ist Quatsch. Ist natürlich gefährlich, so wie wir fahren, aber na gut. Oh, Glorio geht sogar komplett Gas. Das ist mir wirklich zu gefährlich dafür. David mittlerweile auf Platz 6 nach vorne gefahren. Hat aber 20 Sekunden. Ja, wenn es gut funktioniert, können wir hier Batterie laden. Gleich in der Trockenphase, dann gleich sogar in der 33. Runde mal die Reifen dann neu aufziehen. Ja, durchhalten werden wir auf jeden Fall mit diesen Reifen nicht mehr. Wir halten ja maximal 17 Runden. Oder sollen. Die geben ja meistens am Anfang immer saumäßig viel Dampf. Aber wir kommen weg von Savage. Das ist mal, eigentlich immer besser. Umso besser für uns auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall ein schöner Kampf zwischen Glorio und Kea. Mal schauen. Also Savage ist eigentlich der, der es durchfahren könnte. Der Einzige, der durchfahren könnte. Die Gunball kommt langsam in den Verkehr rein. Wie viel Sprit haben wir? Haben wir genug? Ja, wir sind bald wieder auf einem guten Stand. Verdammt hier. Das habe ich jetzt 25 Sekunden dahinter. Es wird eng, auf jeden Fall mit dem Bockenstopp. Was soll das? So, würde ich mal sagen, wie viele Runden waren wir jetzt unterwegs? 13 Runden. Wir holen uns neue Intermediates. Die Triebe können bald Probleme machen. An 2 Sekunden Job. Wir kommen eigentlich bei Glorio raus. Solange der Bockjob nicht schief geht. Was war da? Teilezustand. Die Aufhängung hat 36%. Aber das liegt da eher an dem Auto. Das ist ein Einheitsteil. Ich bin mal gespannt. Beide kommen rein. Guter Stopp. Gunbolt auf P2, aber wie gesagt, Glorio muss raus und sie kommt vor Savage raus. Sehr stark.
Mal wegfahren von ihm. Und jetzt haben wir wieder zu viel Sprit an Bord. Alles klar. Wie gesagt, Gloriot, Papi und Fujiwara müssen noch reinkommen. Und er kann eigentlich den Wagen so gesehen schonen. Wie eigentlich auch. Das sollte eigentlich jetzt gut alles bis zum Ende dauern. Und wenn die durchfahren, das wäre echt ziemlich merkwürdig. Und jetzt kommt der starke Regen. Ne? Das heißt, Leute, fahrt bitte langsam und vorsichtig. Oh, Texara auf Regen. Okay, Regen ist jetzt vielleicht die richtige Variante. Aber mal schauen. Gloriot fährt auf. Intermediates. Jebelov, also die Velan, wenn die nicht sich mal ändern, sehe ich schwarz wie die für die Saison. Das heißt, die werden eher wahrscheinlich absteigen. Gloriot von der Strecke abgekommen. Deswegen fahren wir ja vorsichtig hier. Sabic wird auf jeden Fall durchkommen und Dukov wird durchkommen. Und die Frage, ich glaube, Jebel ist auch schnell genug, der könnte in die Punkte kommen. Nein, du kommst nicht rein. Achso, jetzt trocken. Achso, dann gebe ich Fahnen selbst trocken reifen. Also Jebel holt eigentlich zu. Ja, der ist am Vormarsch. Der braucht noch eine Position, dann hat er Punkte und das ist möglich. Jebel könnte es packen. Ich würde mich freuen. Da ist Platz 10. Und das vor direkt Platz 9. Das heißt, ich kann zwei Punkte holen, wenn er vorbeikommt. Aber Gunbolt gewinnt das dritte Rennen für uns. Und Kerr holt den Doppelsieg. Sehr schöne Leistung. Jebel schafft zwar leider nicht, Platz 8 zu holen, aber Platz 9 ist für Velan richtig wichtig. Das ist der dritte Sieg von angepeilten 5. Kurze Durststrecke in Dubai und in. War das Dubai? Ne, Doha. In Doha und in Phoenix, aber da waren wir immerhin noch Platz 2. Also Doha war ein richtig gutes Rennen eigentlich. Das war auch ein richtig gutes Rennen und durch die Strategie eigentlich nach vorne gekommen. Wir haben einen Job mehr gemacht und trotzdem weiter vorne, also. Selber schuld, wenn man so lang wird. Ich hätte aber nie erwartet, dass die wirklich mit den Ultrasoft so lange fahren können. Wenn ich ehrlich bin. Wichtige 43 Punkte im Kampf um den Titel gegen Team Kirov. Die holen nur 25. Also 85 Punkte mehr. Gunbolt zieht davon. So langsam. Aber wir haben 5 von 16 Rennen, also es dauert noch ewig, diese Saison. Ist ein Dreikampf. Würde ich jetzt mal langsam so behaupten. Zwischen Team Kirov, Boa und uns. Velan 2 Punkte ist wichtig, aber ja, die müssen noch ein bisschen mehr Punkte sammeln. Der Twang hat letztes Glück gehabt, dass da Locatelli nicht aufsteigen wollte. Am nächsten Mal, glaube ich, werden die aufsteigen. Das wäre schon merkwürdig, wenn man nicht aufsteigen möchte. Also zwei miteinander dann. So, das war für Marktwert gut fürs Team, für Gunbolt auch gut. Stimmt, wenn Gunbolt Meister wird, dann kriegt er ja, glaube ich, einen richtigen Marktwertschub. Damit könnten wir es wirklich mal schaffen, wieder 5-Sterne-Deals zu handeln. Was hast du denn hier? Reparaturen. Ja, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Die Reparaturen. Ja, beide können sich noch gut verbessern. Aber Gunbolt hat genau diesen halben Stern Vorsprung. Der am Ende auch hat. Wow, wir machen 175.000 plus. Okay, Krasia gewinnt vor Doppelsieg für Rosini. Und Riemann. Okay, da konnte aber Reiners wieder ein paar Punkte wegnehmen. Und führen tut Thornton wieder vor Octane und Rosini. Also das ist ein Kampf hier, das ist das Wahnsinn. Hier kann aber jeder eigentlich schon... Okay, mittlerweile setzt sich langsam an das Firebird und CLT Probleme bekommen. In der Meisterschaft. Boktan ist echt der Hammer, ey. Komm, steig auf und kämpft direkt um den Titel. Okay, wäre so gesehen bei uns ja auch so, ne? Haben wir damals auch gehabt, ne? Wir haben ja eigentlich nur den Titel geholt damals, weil da die Punkte abgenommen worden sind. Und die erste Staffel war ja noch alles legal, also nichts Legales bauen. Also zumindest nicht ungewollt.
Es war, kann sein, dass ich illegal Sachen gebaut habe, aber ja. Mittlerweile hat man Erfahrung. So, MRT Valbuena gewinnen. Der führt die Mannschaft an, bitte. Letztes Jahr mal knapp dran gescheitert. Garuda und Silva. Otz ist letzter. Toll. Garuda Mittelfeld. Oh. Ich weiß nicht, wann genau hier die Punkte abgenommen werden. Kann sein, dass die ein Jahr später abgenommen werden, also nächstes Jahr. Deswegen bin ich immer überlegen, nächstes Jahr aufzusteigen. Oder diese Saison aufzusteigen. Und nächstes Jahr wäre dann nur wieder so eine Overpowered-Saison. Nach den ersten paar Rennen. Weil umso schneller man upgradet, umso besser ist man, ne? Und gerade Motor und Getriebe wären dann richtig wichtig, um das halt zu schaffen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge auf jeden Fall unseren Typi fragen. Ne, wegen Geld. Und wir haben hier zwei Sponsoren, also eigentlich brauchst du nicht nach Geld fragen, wir haben 15.000 minus. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in München dabei seid, unserem nächsten Rennen, das sechste diese Saison. Aber bis dahin. Ciao.